So, geht das jetzt? Bin gespannt. Kann ich denn jetzt hier was gucken? Wird gestartet, Streamzustand, na endlich. Boah. Ich mach mal ganz kurz was. Hallo? Oh, ein Bild. Na endlich. Das ist ja dumm. Wieso hat sich da der Streaming-Schlüssel geändert? Also anscheinend muss ich bei jedem YouTube-Stream einen neuen Streaming-Schlüssel in meinem Streaming-Programm eingeben, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht. Das ist doch total dumm. Wer programmiert denn sowas? Ja. Da ja scheinbar noch niemand da ist, oder wahrscheinlich wieder alle weg sind, weil ich schon wieder eine Viertelstunde später angefangen habe, weil ich gerade schon wieder 10 Minuten rumgeprobiert habe, nachdem ich 5 Minuten festgestellt habe, dass der Stream nicht funktioniert, dachte ich mir, ich spiele heute nochmal ein bisschen House Flipper. Das heißt nochmal, ich habe es noch nicht gespielt, ich wollte es mal ausprobieren. Ich hoffe, das ist hier, warte mal, kann ich mal kurz mal runterscrollen, wo ist denn... Okay, ich glaube, die Musik ist zu laut, ne? Wird so besser? Wahrscheinlich. Lassen wir einfach mal so. Und dann machen wir mal allgemeines neues Spiel, würde ich sagen. Das haben wir was. FPS zählt am Spiel. Brauchen wir nicht. Allgemein Grafik. Na, ultra hoch. Mal gucken, was der Laptop kann. Oh, war ein Fehler. Oh, doch nicht. Wir lassen uns überraschen. Effekte. Ultra hoch. Ich weiß noch nicht, was da für Effekte gibt, aber hey. Die ist okay. Die habe ich hier auch gerade auf dem Rechner. Ich übertrage nur leider keine 1920x1080. Es ist leider nur PS-Limiter. Nee. Sichtfeld. Ja. Erweitert. Erweiterte Einstellungen sind immer gut. Qualität der Schatten. Voll, na, Achso, das ist woanders. Okay. Extremale Qualität und extremale Performance, klar. Machen wir alles. Was? Nein, brauche ich nicht. Das ist das Einzige, was ich noch kenne. Was denn Bloom und Ambient Occlusion? Tiefenschärfe? Ja, ich glaube. Wandzerstörungseffekt? Ach, voll. Immer hau Rinder. Knie ist C. Okay, na, ich hoffe einfach mal, dass hier. Wegen der Waschmaschine. Was? Was ist das für eine Einstellung? Bewegung der Waschmaschine? Taschenlampe. Wie wert mit F? F? Ich drücke F. Okay, hier geht nichts. Ich drücke mal Escape. Ich muss, glaube ich, erst. Oh. Das war durch ein zu viel. Sound. Allgemeine Lautstärke, bla. Musik, bla. Sound, bla. Sound ein, bla. Liste der Veränderungen. Ja, hat sich nicht verändert. Neues Spiel. Ist ein bisschen unaufgeräumt. Ich möchte meine Kinder zu intelligenten Menschen erziehen, deswegen brauche ich Platz für ihre Bücher. Logisch. Ein Zuschauer steht da bei mir. Willkommen, sehr geehrter Zuschauer. Das ist wahrscheinlich mein eigenes Fenster, wa? Was mir mein Stream anzeigt, ist egal. Willkommen bei House Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ich denke mal, das heißt dein eigenes Büro, ne? Ferner steht hier ein Laptop zu. Deine Steuerzentrale. Jetzt zum Steuern oder Steuern zahlen? Na, ist egal. So, Enter. Es sind Neubestellungen in Ihrem Posteingang. Durch das Abschließen der Bestellung werden einzelne Gartengeräte freigeschalten. Das ist schon super. Darf ich mich bewegen? Top. Klicken, um wegzuwerfen. Nee, drücken. Aha. Und wo werfe ich das hin? Okay, aufräumen. Wenn aufräumen so leicht wäre. Oh Gott. Aufräumen. Gedrückt halten, um aufzuheben.
Ich würde gerne gerade hinlegen. Hier ist Müll. Kettensäge, klar. Müll. Dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob du in deinem Postfach einen ersten Auftrag hast. Oder, naja. Wir gucken mal, aber erstmal würde ich aufräumen. Da ist noch eine Zeitung. Na? Ach so. Und wo muss der hin? Lege ich ihn da hin. Weiß nicht, wo ich gerade Werkzeug hinmachen soll. Oh, Toilette. Toilette ist auch gut. Wir können mal putzen. Ist noch nicht verfügbar. Ich kann noch nicht putzen. Nein. Aber okay. Dann gedrückt halten, um aufzuheben. Ist noch. Ich möchte mich hinsetzen. Benutzen. Hallo? Posteingang. Sandra Ziegler. Mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen. Okay. Das ist nicht so gut. Betreff blablabla. Guten Tag, ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facespam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und aus Rache diese aus Rache verwüstet hat. Ich glaube, die Übersetzung ist noch ein bisschen fragwürdig. Ja, ich glaube, der eine Zuschauer, der da zu sehen ist, ist mein eigenes Fenster, der praktisch meinen Livestream sieht, um dass ich gucken kann, wie es läuft. Oder ob überhaupt noch was läuft. Bla 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 bla. Der Arsch hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie die Heizung, so wie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Liebe Grüße, Sandra Ziegler. Ja, machen wir, ne? Klassische Möbel, hast du vergessen, dass ich sie hasse? Achso, er lädt gerade noch. Okay. Für mich war das gerade noch mehr so ein. Du hast einen Mob erhalten. Na, hoffentlich keinen wütenden. Glückwunsch, neues Werkzeug, bla 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 bla. Ich kann jetzt wischen. Yay. So, komm ich hier rein? Ja doch, ne? Wir sind einfach direkt schon mal hier. Okay, wir räumen mal hier auf. Eieiei. Gedrückt halten, um aufzustellen. So. Um aufzuheben, gedrückt. Rechts und Reinigung. Mit dem Mob? Kann ich das einfach so? Oh, wie geil. Schmutzig, schmutzig alles. Warte mal, jetzt nehmen wir wieder den hier. Zack, zack. Blub, blub, blub. Achso, da rechts stehen ja auch Dinge, die wir tun müssen. Ich fange ja einfach bloß so an gerade. Aber trotzdem, ein bisschen aufräumen ist ja nicht verkehrt, ne? Da freut sie sich, wenn ich alles wieder auf Vordermann bringe. Was ist das hier? Da geht's nach draußen. Wollen wir nicht. Und hier, Schlafzimmer? Nee. Da ist Schlafzimmer, okay. Mit einer Glasschiebetür. Ja, warum nicht? Den Stuhl können wir ordentlich hinstellen. Wo fehlt ja nicht eine Heizung? Da fehlt die Heizung. Muss mal gucken, wie ich die da anbauen kann. Ich fühle mich heute so alleine hier. Naja. So, die kann weg, die kann weg. Was? Dein Tablet. Ab sofort steht Ihnen ein Tablet zur Verfügung. Drücken Sie Tabulator, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht, Dinge zu kaufen. Es wird in diesem Job nützlich sein. Okay. Machen wir gleich. Wir räumen aber erstmal auf und säubern hier ein bisschen. Blub, 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 blub. Ach, gedrückt halten. Hier sauber? Kommt ein bisschen, geht noch. La 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 la. Ui, ist das dreckig hier. Neuer Fertigkeitspunkt. Du entwickelst dich, weil ich mit dem Mob umgehen kann. Wenn ihr das sagt. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbene Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Ja, das mache ich später. Jetzt wird hier erstmal sauber gemacht. Ich bin hier gerade im Putzfimmelwahn. Ja, doch. So, das sieht ja schon mal ganz gut hier aus. Das können wir so lassen. Da kommt irgendwann die Heizung ran, wenn wir die dann gekauft haben wahrscheinlich. Oder habt ihr alle noch eine Heizung zu Hause rumzuliegen? Ich nicht. Okay, das ist soweit sauber hier. Das können wir sauber machen. Kontostand 25.000 sehe ich gerade. Einkommen 327. Ups. So, gibt es ja auch noch was zum Saubermachen?
Hier wegschmeißen, 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 wegschmeißen. Okay, können wir da sauber machen. Zweifelsfall, dass man mit dem Mob hier, wo man alles mit gewischt hat, dann auch das Bett wieder so weiß kriegt. Aber hey, wenn die dazu haben wollen. So. Dann drücken wir mal Tab. Scharfsinniger Blick. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Mhm, die kann ich auch so sehen. Schnelles Händchen aufräumen um 25% schneller. Und weite Reichweite. Ein guter Mob. Wirf den Müll in die Reichweite weg. Aufräumen. Nee, wir wollen das hier, wa? Aufräumen um 25% schneller. Ist, glaube ich, ganz okay. Verbessern. Neue Fähigkeit. 57 gereinigte Elemente. Weggeworfener Müll. Ja, okay. Was ist das? Verhandlungen. Ach so, da gab es noch mehr. Okay, beim nächsten Mal. Also es gibt es dann schaffst du einen Blick. Schnelles Händchen. Nee, warte mal, hier wollte ich doch einen Preis verhandeln. Verhandelbar. Okay, schnelle Aufträge. Mhm. Und ein höheres Einkommen. Das ist gut. Zerstörung. Ich muss zerstören. Okay. Jetzt würde ich nur irgendwie schnell mit Leistung gesteigert. Und hier ist die Geschwindigkeit. Ist das dann nicht halbwegs das gleiche? Oder man macht hier mehr kaputt mit der gleichen, in der gleichen Zeit. Ich weiß es nicht genau. Gut, sie gibt mir auch, warte mal, da fällt mir gerade was ein. Ich muss noch eine Einstellung ändern hier in meinem Streaming-Dingsbums. Wie war denn das Livestream von Madde? Wieso steht denn hier eigentlich jetzt gar nichts weiter? Der heißt jetzt einfach nur noch Livestream von Madde, wa? Niedrige Latenz ist okay. Infokarten brauchen wir nicht. Huch. Aber ein Spiel wäre gut, wa? Warte mal. Jetzt nehmen wir eine andere Tastatur. Ich gebe hier mal was ein. Vielleicht geht das. Ich glaube, meine Tastatur ist zu weit weg. Hausflipper, da steht er doch schon. Hausflipper. Hep, hep, hep. Haben wir hier auch nochmal hin. Hausflipper. Bin gleich wieder da. Momentchen. Das ist der Prä-Urlaubs-Stream. Denn übermorgen fahre ich 2 Wochen Urlaub. Yay! Naja, Beschreibung ist egal, die liest eh keiner. Wie kann ich jetzt speichern? Aber ist, glaube ich, schon, wa? Thumbnail brauchen wir auch nicht ändern, weil der Stream läuft gerade noch. Thumbnail kommt später. Okay, leidenschaftlicher Hammerer. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Hammerer. Stählerner Trizeps. Nein, den habe ich nicht. Gutes Equipment. Ja, wenn ich so auf mein Streaming-Zeug gucke, ich bin dabei, es aufzurüsten, ne? So, was haben wir hier noch? Malen nach Zahlen wahrscheinlich. Okay. Achso, ich kriege die Punkte immer nur, wenn ich irgendwas hier gemacht habe. Hier zum Beispiel muss ich 2 Häuser verkaufen oder Aufgaben beenden, wenn ich es richtig sehe. Hier muss ich Elemente reinigen. Wahrscheinlich noch 57 Stück, um den nächsten Punkt zu kriegen. Hier muss ich den kaputt machen. Hier muss ich Wände streichen, um hier Punkte zu kriegen, um hier besser zu werden. Das klingt ja toll. Bauen, bla bla bla. Oh Gott, Verbesserung, Käufer. Was? Fotokamera, Käufer, Shop. Ich möchte eine Heizung kaufen. Heizung. Heizung. Reicht da eine kleine? Sicher. Na klar. 37,20. Für einen doppelwandigen Heizkörper, ja? Tut mir leid, muss ich euch enttäuschen. Ist teuer. Was ist mit den Muffen hier? Die Anschluss-Set? Muss ich das auch kaufen? Ich kaufe das jetzt. Oh, das passt. Guck mal. So, wie meint ihr das jetzt? E-Montieren. Okay. Dass ich runterziehe. Okay. Mit Thermostat dran. Scheint zu funktionieren.
Achso, man kann auch gedrückt halten, alles klar. Muss man ja wissen. Ist ja halt voll. Dann drehen wir mal hier auf den Lumpen. Gästezimmer mit Küchennische, 30 Quadratmeter Aufgaben, reinige die Boden, die Beschmutzung, 95%. Hier ist noch irgendwo Dreck. Eine Decke ist nichts. Irgendwo ist hier noch Dreck. Komm, ich bin der mit dem Mob. Gedrückt halten. Wo ist hier noch Dreck? Dreck. Hm. 641 krieg ich wahrscheinlich in diesem Job. Was ist dabei Fortschritt? Wir haben die Heizung ange... Okay, jetzt wünsche ich mir doch, dass ich auf der Minimap den Dreck sehen kann. Wir wischen einmal eben mal komplett hier durch. So, die Couch ist sauber erwischt. Ist hier vielleicht noch irgendwo Dreck? Bin ich hier draußen auf Terrasse? Nö, ist alles gut. Oh, da ist ja jemand. Hallihallo, Kati Keks. Einen wunderschönen guten Abend. Warum steht da null Zuschauer und Kati ist im Chat? Egal. Hallihallo und willkommen. Guck mal, ich spiele Hausflipper. Ist hier noch irgendwo Dreck? Wir müssen wir sind eine Firma, glaube ich jedenfalls. Und müssen Dinge ganz machen. Und reparieren. Oder kennst du Hausflipper vielleicht? Könnte ja auch sein. Irgendwo sind auch 5% Dreck. Hier ist nix. Da ist auch nix. Was ist, wenn ich dich erstmal wieder hier so hinstelle? Nö. Da ist der Dreck. Ich hab ihn gefunden. So, alles sauber. Schön. Der neue Auftrag ist zu 100% beendet. Klicke auf den Hotkey, um den Auftrag abzuschließen. Der Hotkey heißt hier in dem Fall Enter. 100% ist auch erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655,03 €. Was? Nie von gehört. Hab zu Hause gerade selber Hausflipper. Achso, ja, das glaube ich. Meine Hausflipperin ist auch gerade beschäftigt. Möchtest du wirklich zu Ende führen? Ja, natürlich. Ich habe ihn zu 100% erledigt. Warum soll ich hier noch mehr machen? Enter. Bah, ich mag Gegenstände im Oma-Stil nicht. Puh, ja, kommt drauf an. Also Kuchen von Oma ist nie verkehrt. Ist immer noch dreckig. Achso, ist auch mein Haus. Unser Haus. Ab nach Hause. Ah, schön hier. Und so gemütlich. Gut, wir räumen trotzdem erstmal auf. Wo bringen wir das dann alles hin? Warte mal, kann ich das hier reinpacken einfach so? Das geht nicht. Können wir schlafen gehen? Nö. Gibt's einen neuen Auftrag? Oh, 3 E-Mails. Boah. Jetzt geht's aber los hier. Ein bisschen Kies und Sträucher. Bitte bringen Sie die Heizung an. Habe ich doch schon. Achso, ist eine andere. Und bitte räumen Sie die Garage auf. Ja komm, dann machen wir die Garage, wa? Ein Haus ohne Bad? Da stimmt doch was nicht. Na? Schickes Auto? Nee. Was ist denn für eine Marke? Kenn ich nicht. Muss ein doofes Auto sein. Bin ja auch Elektriker. Kenn mich mit Autos nicht aus. Wo komme ich jetzt hier rein? Sehr gut. So, als erstes wischen. Wischi, 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 wischi. La, 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 la. Sieht aus wie auf ein, was, wie ein alter Audi A3? Weiß ich nicht. Ist das ein Audi A3? Keine Ahnung. Oh, was steht hinten dran? Nix. A2U, USA. Wieso hat denn der vorne ein anderes Kennzeichen als hinten? USA 4, 564. Und hier hinten halt. So. Der ist ja komisch. Aber okay. Wir machen jetzt mal sauber und räumen hier gleich auf. Immer schön putzen, keinen Dreck zurücklassen. So, Kati, hier kannst du jetzt eine 3-Sekunden-Regel anwenden. Davor nicht.
So. Weg, weg, weg. Was müssen wir einfach? Fenster reinigen, Beschmutzung reinigen, räume den Müll auf. Das ist auch Müll. Sind die Holzkisten Müll? Eigentlich nicht, oder? Also wenn ich bei meiner Frau jetzt hier anfangen würde, Holzkisten wegzuschmeißen, dann würde ich mich, glaube ich, vier teilen. Weil sie schleift die immer ab, malt die neu an. Was ist keiner, aber von der Form her sieht er ein wenig so aus. Das ist wahrscheinlich wegen rechtlichen Gründen, ne? Dürfen sie wahrscheinlich nicht Audi draufschreiben. Aber ja, kann schon sein. Blub, 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 blub. Ne, wie gesagt, ich kann nicht einfach Holzkisten wegschmeißen. Meine Frau bearbeitet die doch wieder nach, aber trotzdem. Ich glaube, es zählt hier als Müll, oder? Fenster reinigen, eh. Was ist denn das? Achso, ich muss auch noch gedrückt halten. Oh Gott. Hui. Na, noch ein bisschen? Jetzt nach oben vielleicht? Hui, nee, ich wollte die andere Richtung. Da lang. Nein, da. Mann. Ja, fast. Ah, bin schon mal oben angekommen. Okay, der Rand geht. Ah. Nein. Nein, nein, drehen, drehen. Wow. Alter. Mach mich nicht irre. Ich wollte eigentlich runter. Hui. Hui. Bist du sauber? Habe ich was vergessen? Da war noch was. Ich habe es gefunden. Zwischendurch mal wieder in den Chat gucken, falls da was Neues kam. Da ist noch Dreck. Müssen wir die ganzen Werkzeuge auch irgendwo hinräumen? Komm, ich schmeiß jetzt die Kisten weg hier. Ist ja nicht wie zu Hause. Weg. Neuer Fertigkeitspunkt. Ja, schön. Fertigkeitspunkt. Was bist du? Gedrückt halten, aufzuheben. Ja, machen wir da noch sauber. Hier ist noch ein... Okay, den können wir auch wegwerfen. Überall, wo wegwerfen steht, werfen wir auch weg. Aufheben. Ja, warte. Stellen wir mal kurz hier drüben so ab. Wir müssen an die alten Kisten da drüben mal ran. So, zack, 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 zack. Ja, hat er ein Reifenlager hier? Aufheben. Achso. Den kann ich wegwerfen. Ah, okay, der unterscheidet also wirklich selbstständig schon, was ich wegwerfen kann und was nicht. Hier so eine Kiste. Dann wischen wir nochmal ein bisschen. Schrupp, 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 schrupp. Ist auch noch Schmutz, ne? Genau, mal alles sauber hier. So, 97% Verschmutzung haben wir bereinigt. Wo ist denn wieder noch was? Wahrscheinlich irgendwann da. Okay, alle Aufgaben erledigt. Schön. Haben wir auch geschafft. Würde ich sagen, Fahrräder lassen wir hier stehen, oder? So, ich schieb's an den Rand. Da, wo es auch vorher stand, ne? Mal hier so. Und so einfach. Vielleicht nicht direkt vor die Tür. So. Oder? Kann man eigentlich auch gleich mehrere Aufträge annehmen? Ich räume einfach mal die Werkzeuge hier rauf. Keine Ahnung, wie ich das machen muss. Aber das sieht dann, naja, nicht ordentlicher aus, aber... Okay, da ist zu wenig Platz auf dem Tisch. Ich räume es wieder ins Regal. So. Ich bin weg. Tschüss. Achso, Enter. 100% erledigt. Knapp 400 Euro. Ja, Garage kurz aufräumen. 400 Euro kriegen ist doch in Ordnung, oder? Kann man immer machen. Anders als eine Heizung für 37 Euro kaufen. So, ich könnte bei mir was hier wegwerfen. Habe ich doch schon, ne? Eigene Fotos und Bilder, okay. Hast du bemerkt, dass unter Galerie auf dem Tablet du ein beliebiges Foto von deiner Festplatte laden und als Plakat oder Bild an deiner Wand aufhängen kannst? Cool. Mal gucken, was wir da nehmen.
Du kannst auch den Fotoapparat benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf deiner Festplatte zu verewigen. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wissen wir es klar, glaube ich, die einzige Zuschauerin, Kati. Aber hey. Habe vorhin schon 10 Minuten gestreamt und dann festgestellt, dass gar kein Stream übertragen wird. Weil irgendein Schlüssel da falsch war, den ich da mal eintippen muss. Boah. Hab wieder neben das Becken gepinkelt. Aber geht schon. Wir machen mal erst ein bisschen sauber. Aber ich glaube, sauberer wird's nicht, wa? Da hilft nur Neufliesen. Ist eklig. Wow. So, hier ist schon mal... Ja, top. Ich bin ein Vampir, ich habe kein Spiegelbild. Nein! Achso, genau, wir wollten wieder zum... Beziehungsweise ich wollte wieder zum Laptop. Nächsten Auftrag angucken. 4. Noch eine Heizung anschrauben. Können wir heute... Was für Wände? Amarantrot? Was ist ein Amarantrot? Ist Amarant eine Farbe? Wird schon sein. Vorbereitung auf das neue Familienmitglied. Oh, wie schön. Komm, wir machen die Heizung nochmal. Akzeptieren. Ja, sobald ich mal einen Auftrag auswähle, bin ich auch schon direkt da. Hast du keinen Mob? Doch, den hatte ich doch gerade in der Hand. Guck mal, das hier ist unser Mob. Wischi, wischi, wischi. Also was anderes habe ich noch nicht. Ich habe eine Hand zum Grabbeln, Gegenstände transportieren und hier zum Reinigen meinen Mob. Der heißt wirklich so, da stand Mob. Hab noch gesagt, dass es hoffentlich kein wilder Mob ist, aber hey. Achso, wir sollten wieder eine Heizung irgendwo anbauen. Komm, wir gucken erstmal wieder. Mhm, hier ist so sauber. Mhm. Da fehlt die Heizung, alles klar. Da ist eine Heizung dran, ne? Gibt es hier was im Kühlschrank? Gedrückt halten, Gegenstand transportieren. Nee, ich möchte nichts transportieren. Hier ist ein Wohnzimmer. Ohne Fernseher? Was geht denn hier ab? Gästezimmer 25 Quadratmeter aufräumen. Nee, Aufgaben. Hier ist Terrasse, die ist ja auch mal witzlos. Partys kann man darauf nicht feiern. Das ist doch kein Mob, das ist eher ein Besen, wo schon die Hälfte der Borsten fehlt. Ja, gut. Das ist jetzt aber Ansichtssache, oder? Hier ist noch... Was ist denn das? Aufdrehen. Den fehlt ein Waschbecken. Kann ich den nicht auch anbauen? Kostet aber extra. Würde ich den mal mit aufschreiben, ne? War das hier? Da fehlt auch ein Heizkörper. Wir brauchen also mindestens 2 Heizkörper. 2 Heizkörper und ein Montiergeräte. 0 von 1. Und ein Waschbecken. Das tut mir leid, aber wir kaufen trotzdem ein Waschbecken. Das war falsch. Ne, das war richtig. Da unten war der Shop. Da ist Shop. Badezimmer. Guck mal hier, ein Waschbecken für 39 Euro. Natürlich. Wir können auch ein teureres nehmen, aber nö. Ein goldener Klorollenhalter. Und auf dem Toilettenpapier sind wahrscheinlich noch kleine Diamanten. Aber nur am Rand. Sonst kratzt es beim Abwischen. Anschlüsse? Was für Anschlüsse? Okay. Elektrische Ausrüstung? Das ist ja genau mein Ding. Elektro-Tastatur. Zurück. Ich gebe nochmal Heizung ein. Heizung. Heizunganschlüsse, große Heizunganschlüsse. Hier, kann ich auch 2 machen? Ich hätte gern gleich 2. Okay, dann hätte ich nicht gern 2. So. Montieren. Achso, er fängt immer erst unten an. So, schön gedrückt halten. Zack. Und gedrückt halten. Und runter hier. Und den auch aufdrehen. Perfekt. Neuer Fertigkeitspunkt. Ja, wir haben zwar ein bisschen was gemacht, aber nicht das, was wir sollten.
Ne, warte mal, wir haben das eine gemacht, was wir sollten, aber es kommen noch mehr Sachen. Gut, dann nehmen wir noch eine Heizung. Ran damit hier. So. Fehlt aber auch ein bisschen Dichtung, wa? Und habe ich dir gerade richtig gesehen? Die Rohre sind nicht mal hohl. So. Und, oder brauchen die auch noch Computer und alles sowas? Ich kann doch hier nicht alles einrichten. Oder wenn, dann müssen wir die doch schreiben. Komm, jetzt machen wir erstmal. Ach, hier kommt auch ein Heizkörper hin. Okay. Und ein Waschbecken. Geht der einfach so? Senkrecht hier? Nee, war ein falscher. Ha! Schön. Hier gibt's eine Heizung umsonst gekauft. Heizung. Wie heißen die Handtuchhalter, wa? Handtuchrolle, Wasserinstallation des Handtuchheizkörpers. Ja, ich glaube, das ist richtig, oder? Kann ich mir das mal angucken? Nein. Das ist das, was schon angebaut ist. Wir brauchen den Handtuchheizkörper. Okay. Handtuch. Aber es gibt keinen. Wie soll ich denn... Oh, Vatertag. Na gut, der Billard, der würde mir noch zusagen. Der Rest ist mir so... bin kurz Balkon. Alles klar, Kati. Bis später. Grüß die Lunge von mir. Badezimmer? Ja, im Badezimmer könnte wahrscheinlich auch ein... Ist er aber nicht. Ich hätte gedacht, der ist jetzt hier einzeln drin. Okay, dann kaufen wir noch ein Waschbecken. Kaufen. So, das kommt da ran. Wieso kann ich die da nicht anschließen? Nein. Ich muss erst die Aufsätze auf den Ohren aufschließen. Ernsthaft? Das ist Abfluss. Jetzt müsste mir Wasser entgegenkommen. Genauso wie jetzt. Du kannst bei Spülbecken kaufen. Ja, habe ich doch gerade schon gemacht. Wo ist denn... Gibt's auch... Wenn ich es dann doch nicht anbaue, habe ich es dann doch nicht gekauft? Ich weiß es nicht. Im Badezimmer. Komm, nochmal Waschbecken. Das sieht besser aus, ja. Dann schauen wir mal. Genau, wir müssen erstmal hier... Mist. Ach so, genau. Wir haben erstmal die Bolzen hinten ran gemacht. Genau, dann das Waschbecken raufgeschoben. Jetzt ziehen wir die Bolzen... Ne, erst die Scheibe ran. Dann nimmt... Ui! Da fehlt aber noch eine Gummidichtung, oder? Bei mir ist da noch eine Gummidichtung am Waschbecken, dass nämlich die Metallplatte nicht da richtig doll ruf drückt, weil sonst einfach das Waschbecken irgendwann knack machen kann. So, Schlauch hier ruf. Okay, Schlauch nicht. Ach so, erstmal Eckventil drin. Oh, und das Eckventil. Jetzt aber Schlauch drauf. Blub. Ist jetzt verbunden. Zip. Und ran da. Ach, oben muss ich nicht verschrauben, ne? Ist klar. Zip und... Zip. Ja, das ist aber eigentlich etwas anders. Ach, selbst den hier muss ich anmachen. Gummidichtung. Ach, hier machen sie mal eine Gummidichtung drin. Gibt's hier auch einen Traps? Das ist okay, ein Traps. War's das? Montiere Geräte 1 von 2 im Badezimmer. Ja, ja, da kommt noch was hin, aber du kannst Badezimmerheizung kaufen und montieren. Okay, ich gehe nochmal gucken. Badezimmerheizung. Achso, wir waren ja schon im Shop. Heizung. Große Heizung. Nee. Badezimmer. Ich kann keine Badezimmerheizung kaufen. Hab ich hier nicht. Hm. Das verwirrt mich.
Upsala. Verzeihung. Krieg ich jetzt diesen ollen Handtuchhalter her? Sonstiges. Mülleimer. Haken für Küchenutensilien. Brauchen wir erstmal nicht. Hier kocht eh keiner. Oh, ein Plüschhäschen. Okay, Fuß. Mann, jetzt habe ich gerade im Hals. Ah, ganz großes Entschuldigung. Aber ich habe damit irgendwie schon seit mehreren Monaten zu kämpfen, dass ich immer irgendwas im Hals habe. So, nochmal, Badezimmer. Können wir immer noch irgendwelche Kategorien auswählen? Das sieht mir nach außen aus. Achso, Garten. Ach ja, richtig. Wir haben ja inzwischen noch das DLC dazu gekauft, dass wir für den Garten auch noch was dekorieren können. Aber dazu kommen wir, glaube ich, erst später. Da waren wir schon. Ich finde hier keinen Handtuchhalter. Also keine Handtuchheizung. Hier ist keine Badezimmerheizung. Oder die sieht hier anders aus, als ich denke. Also muss ich lesen. Hängewaschbecken. Altmodischer Waschbeckenschrank. Hängewaschbecken. Waschbecken. Stehender Toilettenpapierhalter. Toilettenpapierhalter. Krähen. Klappe. Papierhalter. Einbauwanne. Einbauwanne. Waschbecken. Waschbecken. Spülbecken. Einbaudusche. WC. 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 Waschmaschine. Keine Heizung. Hier, HZG. Haben wir auf Baustelle immer so abgekürzt. Heizung. Komm, ich probiere das nochmal zum normalen hier. Jetzt kaufen. Da hoch. Drehen. Nee, so nicht. Ich würde es gern. Ui. Kann ich nicht. Du kannst bei Badezimmerheizung kaufen und montieren. Nein, kann ich nicht. Es gibt keine Badezimmerheizung. Bin zurück. Ja, dann willkommen zurück, Kati. Ich hoffe, das Lungenbrötchen hat dir schmeckt. Kati, sag doch mal was. Ich kann hier keinen Heizkörper kaufen. Hier steht Badehandtuchhalter. Hier, guck mal da. Badezimmerheizung kann ich kaufen, ne? Wenn ich hier gucke, in meinem Shop. Warte mal. Hier. Hier Badezimmer. Hier Toiletten, Waschbecken, Dusche, Wanne, Klorollenhalter und noch mehr Waschbecken. Keine Heizung da. Elektrische Ausrüstung. Auch nicht. Ob ich nochmal Badezimmer eingebe? Badezimmer. Wasseranzahl für eine Badewanne? Nein. Handtuchhalter? Handtuchrolle, Stapelhandtücher, Wasserinstallation eines Handtuchheizkörpers. Ja, aber haben wir doch nicht. Ich finde die noch nicht. Heizkörper. Wasserinstallation. Ah, hier ist ein Heizkörper fürs zum Einbauen. Hä? Alter, wer nennt denn das so? Ach, Mann, ey. Die sind so blöd. Danke, Kati. Ohne dich hätte ich es nicht hingekriegt. So. Montieren. Achso. Erstmal hier Ventil drin. Käppchen ruf. Okay, eins ist ein Ventil, das andere ist bloß ein Pfropfen. Weil wenn Luft drin ist, dann kann man die da oben schön rausmachen. Beziehungsweise es gibt auch welche, die gehen automatisch raus. Da ist dann bloß ein Pappplättchen drin. Wenn das Pappplättchen nass wird, wird es abgedichtet. Und wenn sich Luft dann da drin befindet, dann trocknet das Pappplättchen und dann entweicht die Luft, bis das Wasser wieder ankommt. Das ist cool, ne? Hat man nie Luft an der Heizung. Wunderbar, wir sind fertig. Yippie. Hat ja lange noch gedauert. Komm ich jetzt hier raus? Kann ich noch was klauen? Guck doch mal bei Sonstiges. Ja, ich habe jetzt einfach Heizung nochmal eingeben. Nee, Heizkörper. Aber ich habe es gefunden, wie gesagt. Vielen, vielen Dank. Enter. 678. Ja, nehmen wir. Warum lande ich immer gleich draußen? Ich habe ganz trockenen Mund. Ich glaube, ich muss erstmal ganz kurz einen Schluck trinken. Was für Ironie. Ich sitze gerade vor dem Rechner und sitze am Rechner. Also, ne? Hier. Verrückt. Warte mal, ich trinke mal ganz kurz was.
Das war sehr gut. Wasser ist Leben. Oh, ich habe mich nass gemacht. So. Ein bisschen Kies und Sträucher. Da war die mit der roten. Ja, dann machen wir erstmal die Kies und Sträucher. Vielleicht können wir dann draußen was machen. Ich leite zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Ich kann mit Löchern in Zähnen umgehen, aber nicht mit den Löchern im Boden und Unkraut. Zuschütten sie den Unkraut und den Rasen. Mann, die Übersetzung ist echt super. Vor dem Haus mit Kies oder anderen Späne. Bitte pflanzen sie etwas darin. Mach es schön. Gruß Elsa König. Ja. Ich bin gespannt. Also Unkraut entfernen. Dann Kies hin und dann machen wir irgendwelche Sträucher dahin. Und wir gucken mal. Habe ich denn jetzt auch eine Schaufel bekommen? Kannst jetzt den Garten gestalten und kannst Pflanzen in der Kategorie blablabla. Enter. Enter. Achso, die Enter-Taste am Nummernblock ist eine andere Enter-Taste als die Enter-Taste am Buchstabenblock. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein neues Tool freigeschaltet. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen. Ja. Und Wassertanks füllen, um den Schutz außerhalb des Hauses, den Schmutz außerhalb des Hauses abwaschen. Ja, Mann. Gartenschlauch. Jetzt geht's ab. Einmal Rabatt, 10 Quadratmeter Aufgaben, streue die Decke einfarbigen Kies. Was? Streue die Decke. Pflanze die Pflanze. Nadelstrauch, entferne Unkräuter. Unkräuter? Ist denn die Mehrzahl von Unkraut wirklich Unkräuter? Ey, jetzt ist weg. Aber da stand gerade, entferne die Unkräuter. So, warte mal. Wie geht denn das hier? Na, die Hand wahrscheinlich erstmal, ne? Bist du Unkraut? Ernsthaft? Diese kleinen Dinger muss ich hier auszupfen? Das ist kein Unkraut, das ist Löwenzahn. La 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 la. Da hat sich versteckt. Die müssen raus, oder? Drückt halt, um aufzuheben. Ich glaube, ich habe den Auftrag nicht ganz von ihr verstanden. Passiert hier irgendwas? Entferne Unkräuter 48%. Dann ist es schon mal richtig, was ich hier drüber mache. Hier, da ist nachher irgendwo eine kleine Pflanze noch übrig. Und die findet man nicht. Oder dann drehe ich jetzt schon durch. Neuer Fertigkeitspunkt. Ja, die können wir mal irgendwann verbrauchen. Bist du Unkraut? Nö, irgendein Busch. Ich würde ja eigentlich eher mit dem Rasenmäher rübergehen, dann würde das viel besser aussehen. Hier noch was, da war noch Unkraut. Gut, 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 gut. Hier noch mehr? Nee. Die möchte wahrscheinlich so einen Kies dann da auch hin haben, wa? Und dann so ein paar Dinger darin. Wie mache ich denn das? Kann ich irgendwo nochmal sehen, was ich machen soll? Warte mal. Wir gucken mal hier kurz. Verbesserung, Käufer, Shop. Ach so, hier habe ich was. Verhandlung. Oh, okay, weil ich was gekauft habe wahrscheinlich. 189 gereinigte Elemente. Ja. Hier auch goldenes Händchen. Und Gärtner. Käufer. Was? Mhm. Und was sollte ich jetzt machen? Ich sollte das hier auffüllen mit Kies, oder? Oder soll ich den Gehweg auffüllen? Hier, das kann ich alles aufnehmen hier. Aber soll ich das doch machen? Nee, ne? Glaube nicht. So, Shop. Garten. Decken. Bunter Kies, zweifarbiger Kies. Ich denke mal, wir nehmen den zweifarbigen Kies, weil es auch der gleiche Kies ist, den der hinten schon benötigt wurde. Groß, kleiner. Ach so, das ist die Körnung. Wir nehmen grob, oder? Kauf viele? Ja, klar. Hui! Ich hoffe, das war richtig. Wenn ich krieg, durch kein Geld.
streu die Decke. Einfarbiger Kies, ja. Ach, einfarbiger Kies. Gut, dass ich zweifarbigen genommen habe. Wir haben gerade ein fettes Minusgeschäft gemacht. Shop. Zurück. Bunter Kies, einfarbiger Kies, Quadrat. Den müssen wir nehmen. Und dann nehmen wir hier den feinen. Wir nehmen jetzt den feinen. Ja, guck mal. So wollte das nämlich haben. So. Sieht dann schon kacke aus, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte dann lieber Rasen. Aber wer hat keinen Bock hat, Unkraut zu zupfen, der macht das natürlich so. So. Hakelt hier ein bisschen an der Ecke. Bis wohin komme ich denn da noch? War bestimmt falsch, was ich gemacht habe. So, die hatten ja keinen Rasen mehr hier bei sich. Okay, ich kann nur so. Weiter nach da hinten komme ich nicht. Alles klar. So. Okay, ich sollte wohl nur... Ups, ich habe drüber gemalt. Habe ich von meiner Tochter gelernt. Die malt auch immer so schön gerne drüber. Hui. Was ist, ach, da ist noch Unkraut. Ah, heißt, ich hätte auch erst hier den Kies machen können. Und dann hätte ich Unkraut gezupft. Dann hätte ich das viel besser gesehen. Upsi. La 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 la. Blättern Sie, um die Größe zu ändern. Ach so. Ja, toll, danke. Hui, 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 hui. Halte, um zu entfernen. Halte, um zu streuen. Und wie komme ich ganz weg von da? Nein. Ach ja. So. Und jetzt hätte ich gerne wieder meine Hand. Perfekt. So. Oh, das funkelt ja. Oder. Das funkelt ja. Boah, ist ja super. Ich sollte noch irgendwas. Da stand es ja gerade. Pflanze. Die Pflanze. Nadelstrauch. Hier wieder rein. Und in den Shop. Das können wir zumachen. Gehsteigplatten, Grasrolle. Achso, ich bin bei Decken. Decken wollen wir nicht. Garten. Nein. Zäune, Pflanzen. Wie hieß er denn jetzt? Hat jemand aufgepasst? Kati, hast du aufgepasst, wie der Baum hieß, den ich pflanzen soll? Raus hier. Nadelstrauch. Danke. Okay, du musst noch suchen, wa? Nadelstrauch. Niedriger Nadelstrauch, säulenförmig, enge Form. Einfach hier, säulenförmig, wa? Nadelstrauch. Nehmen wir den. 29, ja. Machen wir einmal so. Ich wollte direkt noch einen zweiten machen. Interagiere mit... Oh. Mhm. Nochmal. Und nochmal. Das Loch ist vollständig ausgegraben. Okay. Setzt die Pflanze ein. Perfekt. Und jetzt wieder zuschippen, ne? Muss nicht gegraben werden. Bedeckt mit Erde. Ja. Da warst du schön. Und jetzt gießen.
Ganz wichtig, auch die Blätter mal immer nass machen von so Pflanzen, ne? Denn Pflanzen nehmen ja auch über die Blätter Feuchtigkeit auf. So, gießen wir die anderen auch gleich mit, wenn wir schon mal da sind. So, jetzt wichtig, die Spitzen, die ganzen jungen Triebe, die müssen schön feucht gehalten werden. Gerade bei den großen Temperaturen, da verbrennen die immer sehr leicht, ne? Das kennt man ja. So. Bin ich jetzt fertig? Beströme. Ernsthaft? Hier kommt noch ein Nadelstrauch rein. Hier ist soweit alles fertig. Aber hier kommt ein Nadelstrauch und zweifarbiger Kies. Und hier kommt auch zweifarbiger Kies. Wollen die mich verarschen? Jetzt stand doch vorher nicht da. Ich bin heute nicht mehr aufnahmefähig. Ja, alles klar. Verstehe ich. Ich habe hier eh schon gerade Moos gemacht und ein fettes Minusgeschäft. Okay, dann holen wir nochmal einfach den Kies. Zweifarbigen Kies hätten wir gern. Decken, zweifarbiger Kies. Nehmen wir den feinen, wir nehmen den feinen. Aber inzwischen weiß ich wenigstens, dass ich das hier vergrößern kann. Und dann kann ich einfach so machen. Sollte vielleicht doch aufpassen, dass ich da nicht zu weit drüber gehe. Kann ich einfach Rasen kaufen? Wir machen erstmal hier weiter. Hui. Ups. Wollte mich gerade drehen, aber drehen macht man ja so. Gut. Denke ich mal. Okay. So. Wo ist hier der Rasen? Rasen. Sportdecken? Nö. Grasrolle. Hier ist doch was. Kleiner Rollrasen, großer. Nur Rollrasen? Hä? Ja, hier mit dem kleinen Rollrasen. Ja. Ach, auch noch der Kummer. Das ist ja lustig. Hier ist schräg. Schneiden, schließ ab. Okay, eh. Ernsthaft? Okay, muss ich mir doch nochmal einen großen holen. Wie viel kleine Sachen großhauer sind? Ja, kaufen wir. Wie viele Kleinigkeiten man hier machen kann. Bin da echt gespannt. Das war super. Das war die falsche Taste. Kaufen. So, dann machen wir hier nochmal den Rasen wieder ganz schick. So. Was? Alter, das ist ein Busch. Da wirst du ja wohl unten drunter kommen. Mann. Ach, leck mich doch hier. Guck mal, hier ist Rasen. Was? Ich hab doch hier gerade die große Rolle hingelegt. Kleiner Rollrasen. Jetzt kaufen. So, jetzt nochmal so. Und jetzt nochmal einfach so. Ja, kann man lassen. Hier hinten war wahrscheinlich noch Rasen. Gut, dann holen wir jetzt nochmal so eine komische Pflanze. Wie ist der? Nadelstrauch? Verdammt. Nadelstrauch säulenförmig. Jo, kaufen. Hier. So. Ach, siehst du, Kati, da fällt mir was ein. Ich habe mir gestern ernsthaft mal wieder Seven Days to Die installiert. Und mein Frauchen fragte mich natürlich gleich, ob wir zusammen spielen wollen. Und da musste ich auch direkt an dich denken. Weil du ja auch mal sehr gerne Seven Days gespielt hast. Kann ich jetzt die Pflanze da reinsetzen? Ja. So, dann mit Erde bedecken. Ganz behutsam.
Und gießen, jojo. Einmal von oben bis unten wässern, bitte. Von allen Seiten. So, dann hier auch nochmal so ein Ding. Muss doch sowas hin, wa? Pflanzt die Pflanze Nadelstrauch. Hier haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Und hier kommt auch noch der Nadelstrauch hin. Okay. Ernsthaft? Eine Stunde streame ich schon wieder? Wie doch die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ich wollte das nochmal antesten hier. Nee. Und jetzt, komm, ganz behutsam wieder mit Erde bedecken. Schön. Und einmal wieder drauf pinkeln. Lalalalalala. So, und hier noch so ein Ding hin. Jetzt kaufen. Das sieht mittig aus. So. Ja, Kati, ich glaube, du bleibst heute meine einzige Zuschauerin. Das ist nicht schlimm. Dann spiele ich eben nur für dich. Hauptsache, ich bin nicht ganz alleine. Das Loch ist vollständig gegraben. Sehr schön. Wie lustig ist das? Ich habe ja auf meinem anderen Monitor mein YouTube-Fenster zu öffnen. Und da sehe ich gerade, dass ich jetzt erst die Erde gerade rauf mache. Und jetzt erst den Wasserstoff in der Hand habe. Mann, 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 was für eine Verzögerung. Frag mich, ob das doch so bei euch ankommt. Oh, bin ich fertig? Ich glaube, ich bin fertig. 1400. Haha. Okay, wir haben am Anfang vielleicht ein bisschen Müll gemacht, weil ich hier den falschen Belag... Obwohl, ich hatte hier schon den richtigen Belag, habe den dann auch wieder falsch rausgemacht. Naja, spiele ich immer noch gerne. Du meinst 7 Days, ne? Ja, können wir gerne mal irgendwann zusammenspielen. Vielleicht nehme ich das mal auf dann irgendwann. Mal irgendeinem Stream, aber erst nach unserem Urlaub. Jetzt sind wir erstmal 2 Wochen in Polen. So, 100% des Auftrags erledigt. 1400 Euro nehmen wir. Wir möchten, dass die Wände das Innere aufhellen. Dann macht doch Licht an. Neuer Fertigkeitspunkt verfügbar. Klicke auf den Hotkey, um die Fähigkeiten zu verbessern. Tab. Verbesserung. Wir gucken mal. Preis verhandelbar. Chancen auf Erfolg bei Verhandlung steigen um 5%. Schnelle Aufträge. Anforderung der Aufträge minus 2, minus 5, minus 10. Höheres Einkommen. Ja, natürlich. 25% mehr, aber immer. Aufräumen. Scharfsinniger Blick. Du siehst vorne auf der Minimap. Ja, können wir nachher nochmal gucken. Aufräumen 25% schneller und guter Mob. Ein ultra-hipper Mob 2018 und wirft den Müll in Reichweite weg. Wie die kompletten? Und dann nehme ich das erstmal. Verbessern. Warte mal hier. Goldes Händchen. Monteur. Schnellere Montage 20%. Schnellere Vergipsung um 20%. Ich muss noch gipsen irgendwann? Cool. Habe ich schon immer erhasst. Legen von Fliesen? Und Laminatböden? Was ist denn das für ein Spiel? Okay, ich nehme mal Vergipsen. Ich lasse die mal noch, weil wir das noch nicht gemacht haben. Gartenarbeit. Schnelle Pflanzen um 80. Trimmer 2019. Sichtbare hoher Rasen auf der Minikarte. Achso, falls wir noch Rasen mähen wahrscheinlich. Irgendwann müssen wir. Schnellere Pflanzen 80%. Ja, wir nehmen das hier. Komm, dann können wir den auch noch einfach verballern. Bei mir steht, dass 2 Zuschauer sind. Ja, ich glaube, das eine ist mein Bild und das andere ist, bist du halt, ne? Warte mal, ich kann ja mal kurz auf dem anderen Monitor rausgehen von, wo ist denn jetzt meine Maus hier? Und dann kannst du mir gleich nochmal sagen, ob da immer noch 2 Zuschauer steht. So, ich bin jetzt erstmal rausgegangen. Also theoretisch müsste jetzt eine 1 dastehen, es sei denn, da ist noch ein anderer Zuschauer, dann grüße ich den natürlich. Kann ja keiner ahnen. So, wir sind wieder im Spiel. Fliesen, den Gipsen oder Montage. Ja, hier kommen wir machen erstmal montieren, wa? 50% schneller montieren, kostet aber 100% mehr.
Da können wir rausgehen. Ich wollte ursprünglich noch ein anderes Spiel ausprobieren. 5 Mails. Ey, die Mails kommen schneller, als ich die abarbeiten kann. Amarantrote Wände. Na, dann machen wir das mal. Hoch die Wände, Wochenende. Ne, wie heißt das? Hoch die Hände, Wochenende. So rum. Ich würde gern dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gern einen Teil der Wände in Amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich ja fast vergessen. Können Sie auch noch die kaputte Steckdose reparieren? Im Voraus merci, Amanda Johnson. Natürlich, Steckdosen reparieren ist genau mein Ding. Stehen da immer noch 2 Zuschauer bei dir, Kati? Ich finde es lustiger, dass in meinem Streaming-Programm sogar 0 Zuschauer steht. Obwohl ja dein Chat damit angezeigt wird. Mal den Chat aktualisiert. Ja, immer noch 0 Zuschauer. Überraschung. Ui, was ist das denn? Du hast einen Pinsel bekommen. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschalten. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Yay. Jetzt ist nur noch einer. Ja, dann bist du das, Kati. Dann kann ich mein Fenster auch wieder öffnen. Warte, wie war das hier? Livestreaming? Mach mal schneller. Bei mir steht jetzt wieder 0 Zuschauer. Ne, ein Zuschauer. Okay. Das ist okay. Willkommen zurück. Ja, lass uns. Gut, dann gehen wir mal. Was wolltest du haben? Also hier scheinbar gar nichts. Der Garten. 878 Quadratmeter Aufgabe. Kann ich hier. Oh! Mit Schiff kann ich sogar rennen. Huhu! Okay, mit Steuerung halt mit Mauspfeil. Mhm. Uhu. C ist dann also ducken. Und wir gehen. Wie so ein Einbrecher von hinten. Gehen wir rein. Bäm, direkt erstmal im Schlafzimmer gelandet. Wohnzimmer, alles schön. Dass die immer alle Türen zu haben. Was sollte ich machen? Achso, irgendwas sollte ich Amarantrot streichen. Montiere die Geräte im Schlafzimmer. Hier ist schon mal nichts. Wo ist das Schlafzimmer? Hier ist das eine Küche. Im Badezimmer, meine ich. Hier sind noch Lämpchen. Ein Wohnzimmer mit Küche. Oh Gottchen, das ist ja traurig hier. Wo ist das Schlafzimmer? Ne, das ist ein Kinderzimmer. Hä? Hier. Ist doch montiert. Was willst du nur haben? Schlafzimmer, 25 Quadratmeter, montiere die Geräte. Ach, die Steckdose, richtig. Bist du die? Du siehst ja wirklich mal so aus, als wenn du schon etwas verkohlt bist. Ja, einmal ducken und dann drücken wir mal E. Auweia. Erstmal Schraube lösen. Okay, da gibt es keine Schraube. PE ist noch dran, ist super. Wo ist eigentlich die Sicherung? Muss eigentlich erstmal den Sicherungskasten ausschalten, ne? Was ist denn jetzt hier? Da wenig mit einer normalen Steckdose zu tun. Muss ich eine neue Steckdose kaufen? Ich weiß es nicht genau. Zurück. Aus. Pfui. Wir gehen später zu der Steckdose. Ne, warte. Wir kaufen einfach eine neue. Shop. Steckdose. Okay, es gibt keine Steckdose. Vielleicht ein elektrischer Anschluss. Elektrischer Biokamin, Biokamin, Biokamin. Elektroherd, Elektroherd. Was ist denn Biokamin? Da kackt man rein oder wie? Und dann macht er. Ich weiß es nicht. Lampenanschlüsse. Halt zurück. Nochmal hier Anschlüsse. Anschlüsse. Elektrische Ausrüstung. Nee. Hm.
Oh, jetzt steht sogar in meinem Chatprogramm, dass es zwei Zuschauer sind. So, in welchem Raum sollte ich denn... Die Knie noch, oder? Ja. In welchem Raum sollte ich denn malern? Streichen mit den Farben. Amarantfarbenes Abenteuer und Grau. Gästezimmer mit Küchen... Achso, das ist ein Gästezimmer mit Küchennische. Okay, und da sollen alle grau sein. Außer eine Wand. Okay. Wie machen wir das dann am dümmsten? Wir müssen Farbe kaufen, ne? Farbe? Farbe. Okay, es gibt keine Farbe zu kaufen. Was ist, wenn ich auf den Pinsel gehe? Kann ich dann Farbe kaufen? Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Hier ist pink. Wo kriege ich jetzt Farbe her? Ich hätte auf alles raufklicken können, aber nicht auf Lampen. Schmuck, Küche, elektrisches, sonstiges? Nee, da war nur ein Baujurist und andere Dinge. Viele andere Dinge. Aber keine Farbe. Fußboden? Oder da war es Wände? Wände? Ah. Ja. Ach, vielleicht hätte ich mal eingehen sollen. Wie hieß es? Amarantfarbenes Abenteuer. Kaufe viele? Nee, ich kaufe mal nur eins, oder? Also ich weiß ja nicht, wie lange das hält. So, Pinsel? Bah! Wusch. Ernsthaft? Ah. Wie lange soll ich denn noch? Okay. Die hält aber nicht sehr lange, die Farbe. Ich glaube, einmal reicht hier, oder? Die ist aber durstig. So, das ist eine Couch, darum geht das nicht. Der ist noch nicht fertig. Na. Die anderen sind doch schon grau, oder? So, jetzt haben wir eine Sache, eine Seite in der Farbe. Oder? Die hat gesagt, eine Wand, ne? Sonst hätte ich jetzt fast gesagt, wir machen die auch noch in Amarantrot und die in Grau. Dann ist so Essbereich und Küchenbereich in Grau, aber dann die Couch und der Fernseher so in dem da. Wäre doch okay, oder? Aber ich glaube, die hat... Warum kann ich nicht nochmal in die E-Mail lesen und in den Auftrag? Das muss doch gehen. Zurück zum Büro. Achso, ich kann Enter drücken, aber da ist der Auftrag noch nicht fertig. Hm. Wie viel Farbe ist da noch drin? Reicht das noch für die da? Muss ich ja alles streichen? Pass auf, wir machen einfach mal weiter in Grau. Nee, hier. Grau. Graues Buch, graue Schachtel, Keramikfliese, Keramikteppich, Fußboden. Okay. Wandnebel, Silbereis, Stahlgrau. Der einzige Grau, was da ist. Farben sind auch wirklich was Lustiges. Als ich mir damals mein Auto gekauft habe, war der in Smaragdgrün, beziehungsweise in, auf Englisch heißt der dann Emerald Green. Und dann kam ein guter Freund von mir an, den ich schon seit der dritten Klasse kenne. Meinte, ja, hier so eine Billigfarbe, ne? Smaragdgrün, was ist das?
Und ich so, wie heißt denn deine Farbe von deinem Auto? Seine Antwort war dann Aschgrau. Dann fragte ich nochmal, was ist denn besser, Aschgrau oder Smaragdgrün? Da musste er selber so ein bisschen grinsen. Grau! Und plötzlich ist Grau da. So, davon hätten wir gleich mehr kaufen können, oder? So, dann machen wir jetzt alles grau. La 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 la. Oh Gott, da wird ja depressiv. Und sag mir nicht, ich muss das auch noch alles streichen hier. Aber höchstwahrscheinlich. Ein Spiel, wo man sich Zeit lassen kann, ne? So. Ich glaube, es wäre mir selbst überlassen gewesen, wie ich das hier mache. Hauptsache in Grau und hier Amarantrot. Da hätte ich auch gerade neu sehen. Wer macht denn sowas? Kein Mensch malert hinterm Heizkörper. Niemand. Wir hatten bei uns immer einen Vorteil, als wir unser Dachgeschoss hier ausgebaut haben. Haben wir tapeziert, bevor wir die Heizkörper angebaut haben. Da war es dann wiederum einfach. Wie gesagt, da war es dann wiederum einfach, dass man halt hinterm Heizkörper auch dann Tapete hatte. Aber ist ja nicht gang und gäbe, dass man den Heizkörper abschraubt, um dahinter zu tapezieren oder zu malern. Keine Farbe mehr dran. Mein Frauchen hat mir noch erzählt, dass man im Spiel dann irgendwann auch wirklich selber halt Häuser kaufen kann. Die dann einrichten und hübsch machen kann, wie man möchte. Und dann kann man die verkaufen. Ich glaube, wenn man da mal viel Zeit für hat, dann kann man da auch tolle Sachen mitmachen. Blub. 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 Und einmal noch. Achso, keine Farbe da. Mal. Das ist ja belastend, ey. Wie viel Farbe haben wir denn noch? Das ist fast alle. Ja, sieht doch so ganz, ganz schick aus, ne? Kann man doch mal lassen. So. Gibt doch nichts Schöneres, als die Küche zu streichen. Nein! Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Ich muss nochmal Farbe kaufen. Da war der Shop. Grau kaufen. Ah, alles klar. Gedrückt halten, um aufzunehmen. Gedrückt halten und streiche. Aufheben. Ich würde es gerne in meinen Rucksack, also nicht in den Rucksack packen, aber ins Inventar. Ich würde es mitnehmen auf die nächste Baustelle. Falls ich das nochmal brauche. Aber hey. Dann schmeißen wir es eben weg. Jetzt sag mir nicht, ich muss hinterm Kühlschrank malern. Das ist ja gleich wie hinterm Heizkörper. Macht niemand. Da, wo Küchenschränke sind, da malert man nicht. Wollen wir die Fensterleibung vielleicht in einer anderen Farbe machen? Vielleicht machen wir die in Amarantrot.
Könnte man machen. Hier noch. Und da. Okay, wir können hinterm Kühlschrank ganz einfach malern, indem wir einfach da oben noch malern. Wir haben es ja fast geschafft. So. Muss ja länger gedrückt halten. Das Japaner ist super. Ich habe früher mal gerne QVC und so was alles geguckt. So eine Home-Shopping-Sendungen. Also als ich noch in der Schule jung bin. Weiß nicht warum, ich fand das immer ganz sau lustig und interessant. Was es so für Dinge gab. Unter anderem gab es da eine Malerrolle. Da konntest du. Da hatte also da, wo jetzt hier das Rote an meiner Malerrolle gerade ist, da war eine kleine Öffnung oder eine kleine Spitze, sag ich mal. Dann hast du das hier so oben rangehangen an den Eimer. Da hast du dann hinten, wie bei so einer großen Spritze, die Farbe praktisch reingezogen in den ganzen Stiel. Also praktisch auch so wie hier so. Und wenn du dann hier gemalert hast, hast du halt das wieder andersrum gedrückt und hast dann die Farbe praktisch oben in die Rolle gedrückt und musstest nicht so oft zu deinem Eimer unter auffüllen. Das fand ich immer toll. Da haben die Riesenmengen an Wände damit gestrichen, ohne ein einziges Mal dahin zu gehen. Sind wir jetzt hier fertig? 95%? Was, wo, wie, was habe ich übersehen? Ich habe doch alles gemacht. Hier habe ich ringsrum, das habe ich ringsrum, das habe ich ringsrum. 95%? Das schlägt aber 13. Wo habe ich das vergessen? Wo habe ich was vergessen? Hä? Zu wenig Amarantrot. Glaube nicht. Das ist doch hübsch, ne? Schön grau und dann die Fensterleibung ein bisschen farblich erhalten. So. Aber wir bleiben ja 95%. Ich weiß nicht, wo hier noch 5% zum Bemalern sind. Das ist mir gerade zu viel. Muss ich hier dann auch malern? Nö. Da war noch Gästezimmer, Küche. Ich meine, wir kriegen immerhin schon 549 Dollar, Euro, aber trotzdem. Verstehe ich nicht. Ist mir gerade zu hoch. Kati, siehst du noch was, wo ich gerade vergessen habe, zum Malern? Wir könnten jetzt die da auch nochmal bunt machen, aber das bringt doch alles nichts. Oder muss ich die Fensterbretter auch anmalen? Nö. Dahinter wird auch nichts sein, weil der hier durchgängig ist. Hä? Ich finde, das hat sogar was, wa? Mit dem Grau und dem Rot hier drin im Fenster. Ich sehe auch nichts. Ja, siehst du. Aber hier rechts steht, streiche mit den Farben am Rand, blablabla, am Randfarben das Abenteuer und Grau 95%. Mal die gleiche Fußboden an. Kann ich die Decke oben malen? Nö, ich muss Dose in die Farbe machen. Toll, das schon wir alle. Dann nehmen wir doch über den. Okay, die Decke kann ich nicht anmalen.
Das ist komisch. Musste ich ja noch mehr machen. Montiere die Geräte. Ach, irgendwo war da die Steckdose, ne? Was sie gesagt haben. So. War hier auch eine Steckdose kaputt? Okay. Ich dachte, die muss unter den Schreibtisch. Schlafzimmer 70 Quadratmeter. Doch, hier, montiere die Geräte. Aber was muss ich da montieren? Ich drücke jetzt mal Enter. Möchtest du den Fortschritt vor der Rückkehr zum Büro speichern? Nein, die will ich doch nur im Laptop was gucken. Kann ich von hier nochmal irgendwie auf die E-Mails zugreifen? Shop. Nö. Käufer? Ehepaar 3 mit Kindern, Personendaten, bla 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 bla. Bla bla bla. Oh Gott. Wie hieß sie denn nochmal? Haben wir draußen ein Namensschild dran? Hallo? Wer wohnt hier? Hier wohnt Familie Welcome. Okay. Wenn du dieses Haus verlässt, wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Er wird gespeichert. Das heißt, wir können nochmal zurückkehren? Okay. Wir gucken mal, was sie nochmal geschrieben hatte. Mail. Amaranth, rote Wände, da ist es doch. Bonjour, ich würde gerne doch recht schlichten Haus, bla bla bla. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amaranthrot, die restlichen Wände würden perfekt. Okay, sie hat nichts von ein oder zwei geschrieben. Könnten sie auch die kaputte Steckdose reparieren? Naja, bestimmt nicht Neustart. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal das ganze Zimmer zu streichen. Fortsetzen. Okay, wir müssen die Steckdose noch reparieren und wir müssen... Und was können wir im Garten machen? Unkraut zupfen oder... Gedrückt halten, um aufzunehmen? Ja, brauchst du hier nicht mehr. Upsi. Kann ich auch einfach Escape machen, dann ist es da, wo es gewesen ist. Mist. Ich glaube, da war's. La di da di da. Ist die Welt nicht wunderbar? Von hier irgendwas zu sehen, was ich noch streichen kann? Nein, öffnen. Ja, mal frische Luft reinlassen. Gerade wenn man da drin gerade gemalert hat, ist es, glaube ich, nicht verkehrt. Beim Tapezieren würde ich die Fenster eher zulassen. Sei denn, man möchte nochmal tapezieren. Aber gerade nach Malern kann man hier auch mal ordentlich durchlüften. So, wegwerfen. Und... Ja, die ist doch noch nicht... Ich will die weghaben. Irgendwo hin, wo sie nicht stört. Also, ja. 95%. Ist mir ein Rätsel. Oder muss ich den Fußboden neu machen? Nee, oder? Okay, wir gehen nochmal nach Steckdose gucken. Hab mich ja da scheinbar zum blöd angestellt und das als Elektriker. Schraube lösen. Danke. Schraube lösen. Schraube lösen. Ah, jetzt hat es funktioniert. Siehst du, meine Idee war also nicht verkehrt. Oh, was ist das gewesen? Das hat sich gerade ja nicht... Wird grün? Ein grünes Kabel? Gibt es in Deutschland aber nicht. In Deutschland haben wir braun, grün-gelb und blau. Maximal noch schwarz. Aber grün? Und grau. Grau gibt es auch noch. Okay. Den daran. Ja, festschrauben, genau. Eigentlich erst im... Nein, also... Ey, da kommt der PE kommt immer in der Mitte. Was denn für eine Steckdose? Und der PE muss länger sein, also der grün-gelbe muss immer länger sein als alle anderen in der Dose. Dass, falls die Dose mal abreißt, die Steckdose, und alle anderen beiden Kabel schon abreißen, muss immer noch der grün-gelbe an der Steckdose dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Der grün-gelbe kann Leben retten.
Ja, der Farbige. Der Farbige kann Leben retten. Kann man ruhig so sagen. Muss ich jetzt wieder reinschrauben? Okay, jetzt hier Schräubchen. Schräubchen. Ich hab davon ja nicht gesehen, dass da so eine Dinge überhaupt gewesen sind. Und eine neue Abdeckung. Ja, die sieht viel besser aus. Und festgeschraubt. Perfekt, haben wir das auch erledigt. Wir sind ganz knapp über dem Balken nach rechts. Aber den 95% hier, das will mir noch nicht in den Kopf. Irgendwas muss ich hier noch machen können, was ich übersehen habe. Vielleicht Obst essen. Gibt's hier irgendwas? Nö. Okay, rechte Maustaste ist abbrechen. Okay, wir gehen zurück. Zwei Bäder. Oh nein, das ist zu viel. Was ist denn da zu viel? So. Wir streamen seit anderthalb Stunden. Wie spät haben wir es denn überhaupt? 21.10 Uhr. Ja, eigentlich würde ich schon fast sagen, dass wir heute schon wieder beenden. Ich muss die Büsche entfernen, eine neue Wand. Oh, hier kann ich mauern. Cool. Vorbereitung auf das neue Familienmitglied. Ja, würde gerade passen. Machen wir ein andermal. Noch den Browser. Oder können wir. Für 26.000 können wir hier ein eigenes Haus kaufen oder wie? Wir haben 28.000. Ein verbranntes Haus. Fast der Garten selbst. Verlassenes Haus. Campinghaus. Ne. Ja, da kommen wir später zu. Na klar, wir könnten jetzt die 26.000 investieren, dann haben wir aber bloß noch unter 2.000 übrig, wenn ich das richtig sehe. Und für unter 2.000 Euro dann noch ein Haus reparieren und also renovieren und so. Ich glaube, das wird eng. Das ist unsere Hütte. Geil, die ist 22.000 wert. Hat 20,19 Quadratmeter. Mhm. Zum Verkauf. Ach so, das ist hier vom DLC noch mit dazu, vom Gartenflipper. Dieser Gartenflipper? Ich glaube. Ja. Okay, sehen wir aber beim nächsten Mal. Energie sparen. Ja. Okay. Ja, da würde ich eigentlich den Stream schon beenden. Ich weiß, war nur anderthalb Stunden, aber ja. Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Wir haben ein bisschen Hausflipper gespielt. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal spielen. Hui. Warum bewegt sich dann mein Bildschirm nicht mehr? Doch, bewegt sich noch. Da bin ich wohl gerade stehen geblieben. Hat mich sehr verwirrt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vor allem bei Kati. Vielleicht auch noch bei allen anderen Leuten, die da gewesen sind. Komm, wir gehen erstmal schnell pinkeln hier. Und duschen in dieser zauberhaften, sauberen Duschtasse hier. Ich glaube, da kommst du dreckiger raus, als wieder reingehst, oder? Naja. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Urlaub. Meldet euch, wenn was ansteht. Ja, na sowieso. Ich weiß gar nicht, wann kommen wir zurück? Ich glaube, den Donnerstag in der übernächsten Woche. Ist das der 12.? Warte mal. Falsche Maus. Ne, ist nicht der 12. Ich glaube, am 15. kommen wir wieder. Ich glaube, Donnerstag, den 15. kommen wir wieder. Vielleicht die drei Tage darauf, 16, 17, 18. Vielleicht können wir da ein bisschen 7 Days mal irgendwie irgendwas in die Richtung aufnehmen. Oder Stream. Müssen wir mal gucken. Stream ist vielleicht einfacher. Dann müssen wir es nicht als Let's Play machen und wir müssen nicht so viel dauerhaft hinterher produzieren. Und vor allem sind da noch ein paar andere Leute vielleicht im Chat, die uns noch ein paar Tipps geben können, die wir noch so gar nicht auf dem Schirm hatten. Oder du vielleicht auch nicht. Weil du warst ja da doch mehr in der Materie als ich. Aber okay. Vielen Dank für deine Unterstützung. Für deine schönen Grüße.
Und wir werden ein bisschen Treibholz mitbringen. Oder irgendwas anderes. Vielleicht bringt Mina auch ein bisschen Sand mit, keine Ahnung. Aber in dem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal und warte mal, kann ich hier speichern? Oder speichert er alleine? Ich weiß es nicht. Alles klar. Frage beantwortet. Und Enter. Ja? Wir haben gespielt. 106 Minuten. House Flipper Garden DLC installiert. Das halte ich für ein Gerücht. Am 01.01.1970 habe ich dieses Spiel nicht erworben. Aber okay. Was wir beim nächsten Mal noch spielen könnten, wäre... Wo ist es hin? Das habe ich gestern noch mal ganz kurz angespielt. Eignet sich auch gut zum Quatschen. Hier, Mad Tower Tycoon. Kannst ein eigenes Hochhaus bauen. Mit diversen Dingen halt, ne? Büros, Einkaufsmöglichkeiten. Und etc. Aber bis dann. Wir sehen uns irgendwann im nächsten Stream, nach dem Urlaub. Tschüss und gute Nacht. Wo ist denn jetzt hier? Komm doch mal her, du blöde Maus. Und Endstream. Sind Sie sicher, dass Sie den Stream beenden möchten? Oh, oh ja. Tschüss.